Willkommen, Spartan. Ich bin Roland, die KI der UNSC Infinity. Wir werden nun historische Schlachten studieren, um ihr taktisches Können für spätere Einsätze zu schulen. Außerdem ist es ein unterhaltsames Spiel, das Sie in Ihrer Freizeit spielen können. Legen wir also los. Lade Aufzeichnung der Schlacht um Dreyfus 5. Eine Splittergruppe der Allianz brach den Waffenstillstand von 2552 und griff UNSC-Truppen an. Nachdem die Kämpfe schließlich beendet waren, nun, es ging weder für das UNSC noch für die Allianz gut aus. Die Spartans Davis und Palmer waren auf dem Mond von Dreyfus 5 stationiert, als der Angriff begann. Sehen wir uns an, wie sie die ersten Wellen erfolgreich abwehrten. Während Spartan Davis weiter auf dem Mond kämpfte, wurden Spartan Palmer und einige UNSC-Truppen auf die Oberfläche von Dreyfus 5 verlegt, um dort Eindringlinge abzuwehren. Zahlen- und waffentechnisch unterlegen? Spartan Palmer sah darin kein Problem. Und Sie? Obwohl sich die Schlacht zugunsten der Spartans entwickelte, hatte Dreyfus 5 noch eine Überraschung im Petto. Sein Mond war gar kein Mond, sondern eine Schöpfung der Blutsväter, die ganze Planeten auslöschen konnte. Niemand wusste davon, bis der Kultführer der Allianz herausfand, wie man die alte Technologie reaktivieren und Dreyfus 5 zerstören konnte. Es lag nun an Spartan Davis, das Gerät stillzulegen. Spartan Davis opferte sich selbst, um zahllose Leben auf Dreyfus 5 zu retten. Obwohl der Widerstand der Allianz gebrochen war, wollte die UNSC-Führung noch ihren Anführer, Merk Voll, eliminieren. Spartan Palmer kehrte zum Mond zurück, um die Mission zu Ende zu bringen. Nachdem sie Merk Voll eliminiert und Spartan Davis gerecht hatte, konnte Spartan Palmer das Blutsvätergerät zerstören und diese Gefahr für alle Zeiten bannen. Gut gemacht, Spartan. Sie haben die gesamten Aufzeichnungen der Schlacht von Dreyfus 5 abgeschlossen. Das war's. Die Geschichtsstunde ist vorbei. Gehen und trainieren Sie in den Kriegsspielen mit den anderen Spartans. Bis bald. Ach, ich habe Merk Voll getötet und das war's? Ist das die offizielle Version? Sie sollten mal sehen, was dann geschah. Die Übertragung war Davis' Hilferuf, den er vor seinem Tod absetzte. Dreyfus 5 hatte den Zweck, Dinge aus galaktischem Material zu erschaffen, und das versuchte es mit Davis' Überresten. Ich beendete das. Spartan Davis war ein Freund und ein verflucht guter Soldat. Er verdient Besseres, als aus den Aufzeichnungen gelöscht zu werden.